Es sieht aus wie eine riesige Show mit zig verschiedenen Artisten, was der Zirkus Schokolade im Moment in Hannover-Dürren zu bieten hat. Da wird mit Ringen jongliert, werden Hula-Hoop-Reifen geschwungen, Teller balanciert, das Publikum wird bespaßt. Ach ja, und Musik gehört natürlich auch dazu. Aber all das machen nur diese fünf. Zirkusfamilie Frank mit Mario, Marilyn, Luis, Angelie und Liam. Es sind noch 2 Stunden bis zum Vorstellungsbeginn. Es wird noch geprobt. Alles ganz freiwillig und ohne Zwang. Ich habe meinen Kindern alles selbst beibringen lassen. Dazu, wo sie auch Spaß hatten. Und dadurch können die auch vieles und auch sehr gut, denke ich mal. Denn wenn man irgendwie zu einem zwingt, sagt, du wirst jetzt ein Clown, ja, und der möchte das gar nicht. Der kann auch nicht in der Show das rüberbringen und nicht witzig sein. Ja. Man muss das schon selbst also als Kind auch wollen. Und sie wollen. Familie Frank lebt Zirkus und alle machen mit. Angelie zum Beispiel ist 13 Jahre alt. Für sie ist das Zirkusleben total normal. Um 8 klingelt der Wecker und dann geht's, ja, zur Schule. Dann habe ich um 9 Uhr Fernlehre bei der Zirkusschule und da habe ich über Laptop dann meinen Unterricht. Da habe ich immer von 9 bis 10 bis 12 Uhr dann immer Schule oder meistens habe ich auch nur 1 Stunde. Und danach Proben. Bei den Franks können irgendwie alle alles. Kein Wunder, denn sie sind ja in das Zirkusleben eben von vornherein hereingewachsen. Auch der Kleinste in der Familie, Liam, ist 10. Noch 1 Stunde bis Vorstellungsbeginn. Langsam muss er sich vorbereiten. Ist das eigentlich cool, so der Clown zu sein? Ja. Wieso? Was ist denn da so cool dran? Man muss ja auch die Zirkusbesucher muss man ja auch halt zu lachen bringen, ne? Das macht ein bisschen Spaß. Und dafür bist du Experte? Ja, nicht so ganz. Wieso nicht? Mein Bruder bringt es halt besser. So, da kommt mal rein. Da zeige ich euch mal, wie Zirkusleute wohnen. Das ist unser kleines Haus sozusagen, ein Haus auf Rädern. Da leben wir das ganze Jahr drin, Sommer, Winter. Denn ein wirkliches Haus haben wir nicht. Aber hier ist alles vorhanden, wie im echten Haus. Ich habe eher 25-Stunden-Job. ist Arbeit ohne Ende. Abends schaut man 10 Minuten Fernsehen, da ist man schon eingeschlafen bei. Ja, aber es macht einen Spaß und man will auch gar nichts anderes. Ne? Und am schönsten immer die Show. Und in der wird klar, wie viel jeder Einzelne der Familie macht. Mario ist zum Beispiel Kassierer, Zirkusdirektor oder Tellerjongleur. Luis ist Clown, Musiker und Akrobat. Liam ist Clown, Artist und Schlagzeuger. Angelie macht Hula Hoop und. Das ist das Leben von Familie Frank und ihrem Zirkus Schokolade. Sie sind halt nur zu fünft. Und keiner von ihnen kann sich vorstellen, jemals etwas anderes zu machen.